Nahbar, verletzlich und doch eine Kämpferin, Céline Dion. In der freimütigen Dokumentation über ihren täglichen Kampf mit ihrer Krankheit wagt sich die 56-Jährige mutig zurück in die Öffentlichkeit. Bei der Premiere in New York ist deutlich zu spüren, das war kein leichter Weg. Die wichtigste Sache hier und heute ist, es ist wie ein Neubeginn für mich. Jetzt, wo ich weiß, womit ich zu kämpfen habe. Ich öffne mich meinen Fans, sage ihnen, ich bin nicht tot. Es wird nicht weggehen. Ich habe damit zu leben. Und das werde ich. Die Doku berichtet von der Ungewissheit, in die sie, der gefeierte Weltstar, plötzlich hineinstürzte. Von der zehrenden Unklarheit, was da ihren Körper eigentlich attackiert. Die Diagnose des seltenen wie unheilbaren Stiff-Person-Syndroms war ein Schock, aber endlich auch eine Erklärung. Finding the right team of doctors. Wir mussten die richtigen Ärzte finden, haben Tests gemacht, einen nach dem anderen. Ich habe realisiert, ich bin eine Mutter. Ich muss es wissen. Und meine Kinder müssen wissen, was los ist. Deshalb war es wichtig, eine Diagnose zu finden. Was danach folgte, war eine heftige Umstellung für die mehrfache Grammy-Gewinnerin und Perfektionistin. Ich war immer so, the show must go on. Ich bin so stark. Alles ist gut. Kein Problem. Das ging nicht mehr. Nur, dass jetzt alle wissen, warum ich nicht da war. Gestern oder vergangenes Jahr. In der Doku wie in ihrem Leben geht es um Selbstbehauptung, Geduld und Demut. Es ist Therapie. Eine, die körperlich, mental, emotional und gesangstechnisch schwierig ist. Es braucht alles seine Zeit, aber warum wir das machen ist, weil ich jetzt schon wieder etwas auf dem Weg bin, zurück. Zurück ins Leben und auf die Bühnen der Welt, aber mit einem neuen, veränderten Selbst. Ich danke euch allen aus tiefstem Herzen, dass ihr Teil meiner Reise seid. Ich hoffe, ich sehe euch alle wieder sehr, sehr bald. Very, very soon.